Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Adventskalender. Heute ist das Thema Baudenzugöler. Ja, kompliziertes Wort. Und wenn man sich dieses Teil mal anschaut, also ich habe das Ding früher, als ich noch keinen Laden hatte und selber einfach nur gefahren bin, habe ich mich immer gefragt, Baudenzugöler, was soll das sein und vor allem, wie soll der Scheiß funktionieren? Und dann habe ich mir dieses Ding einfach mal gekauft, hier von Zeta. Und ich muss sagen, es ist echt sehr praktisch, vor allen Dingen für die Pflege deines Baudenzuges. Wie das Ganze funktioniert und welche Vorteile das bringt, das zeige ich dir jetzt. Ja, und dann nehme ich dann einfach das Teil, schraube das hier auf. Also hier ist so eine Art Gummidichtung. Das schraube ich mir auf. Und dann kann ich den ganzen Zug hier einmal so reinpacken. Reinschieben. Und dann kann ich das hier zuschrauben. Jetzt wird das zu allen Seiten hin abgedichtet. Ja, also nach oben ist das dicht, zur Seite und der Zug steckt dann halt hier so drin. Und jetzt ist hier vorne eine Öffnung. Da kann ich dann, da habe ich hier von Putoline diesen PTFE Cable Guard. Natürlich könnt ihr da auch andere Öle nehmen, aber der bietet sich halt extra dafür an. Für Baudenzüge soll der sein mit dieser PTFE, also Teflon, Additiv. Und sprüht das dann einfach hier vorne rein in diese Öffnung. Und damit kann man dann eben einmal den kompletten Zug spülen und sieht dann am Ende, bis das dann, sag ich mal, durchläuft und unten wieder rauskommt. Das hat halt den Vorteil, du kannst halt deinen Zug damit einmal ordentlich schmieren, Wasser verdrängen, möglichen Dreck oder Staub, der da reingekommen ist, durchspülen einmal und kannst deinen Zug halt so, hast halt länger Leichtgängigkeit und weniger Verschleiß dabei. Dafür ist das Ding. Also ich habe das früher selber nie verstanden und deswegen bin ich halt auch auf die Idee gekommen, diese ganzen Videos zu drehen, weil viele Sachen im Internet, die siehst du halt einfach und die sind halt schlecht erklärt und du weißt gar nicht warum. Und deswegen habe ich mir das jetzt hier so zur Aufgabe gemacht, einfach so ein paar Produkte wie diesen Baudenzugöler, ja, einmal kurz ein Video draus zu machen, das zu erklären, wofür das gut sein soll und wie das funktioniert. Und wenn dir das gefallen hat, dann sei doch so nett und gib dem Video einen Daumen nach oben. Und abonniere natürlich den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und aktiviere die Glocke, dass du auch über zukünftige Videos immer informiert bist. Also, bis zum nächsten Mal.